Ja, guten Morgen alle miteinander. Heute ist Donnerstag, der 10. Mai. Ich glaube, sowohl Vatertag wie Christi Himmelfahrt, wenn ich richtig im Bilde bin. Spielt aber jetzt heute nicht so für mich die große Rolle. Ich weiß auch nicht, für wen das noch die große Rolle spielt heute. Wird das noch gemacht, diese Vatertagssache? Egal, es ist ein kleiner Kommentar. Ich weiß gar nicht, ob ich das hochlade. Es ist so albern eigentlich. Und man soll auch eigentlich seine Gefühligkeit über bestimmte Dinge ja nicht so ins Internet kotzen, aber here goes nothing, wie man im Englischen so schön sagt. Ich habe auch extra gewartet, bis ich angefangen habe, mein Bad einzulassen, um mir selber eine Zeitbeschränkung aufzuerlegen, dass ich das nicht 30 Minuten hier vor mich hinsülze. Also, manchmal, wenn man so die Tiefen, von wegen, wenn man das YouTube so durchstöbert, Kanäle, denen man länger folgt, oder auch Leute, die mit denen zu tun haben, ich habe manchmal das Gefühl, also man ist eigentlich nur noch von Idioten umgeben. Also nun bin ich sicherlich auch nicht frei davon, das eine oder andere Video zu machen, wo ich den einen oder anderen Satz gesagt habe oder die eine oder andere Aufführung, die einem hinterher als, naja, eher auf schwachen Füßen steht. Also das ist, davon bin ich auch nicht frei, denn ich bin auch nicht perfekt, das ist mir ganz klar. Also da wird auch mancher dann sagen, was hast du denn damals gesagt, weiß ich nicht, vor einem halben Jahr oder in dem Video oder so, und dann muss ich dann auch sagen, ja gut. Ist nicht so ganz sicher gewesen. Immerhin nehme ich für mich in Anspruch, ich rede ja hier frei vor mich hin, meistens ohne Skript und halte es mir, sagen wir mal, in Anführungsstrichen ein bisschen zugute, dass ich sage, ich lasse die Leute an meinen Denkprozessen teilhaben. Was ich in den vielen Kanälen, denen ich folge, also auch den größeren und denen, mit denen die sich auseinandersetzen, von linker, rechter Seite oder liberaler und Alt-Right-Seite, wie man will, immer wieder auffällt, ist, wie sehr es mir zuwider ist, mich irgendeiner Seite zuzurechnen. Das ist immer wieder das Fazit, das ich bei längerer Betrachtung von verschiedenen Richtungen sehe. Also, was für mich auch die gegenwärtige politische Konfrontation, sagen wir mal, so unerquicklich macht, persönlich. Es gibt zwar einige Dinge, wo ich mich mit Leuten in Verbindung sehe oder verbunden sehe, in dem, wogegen man ist, teilweise, aber so vieles, wo ich dann sage, nee, das ist etwas, wo ich überhaupt nicht teilen kann, wo teilweise auch die Grund, sagen wir mal, Stimmung im weitesten Sinne mir zutiefst verhasst ist. Ich fange mal mit den Liberalen an, also ich nenne die jetzt Liberale, die Leute um Sargon mögen sich jetzt, wie heißen sie, Liberalisten nennen, Liberalists, weil ihnen das Wort Liberal zu vergiftet erscheint, aber es sind ja Liberale. Also ich habe ja in meinem vorletzten Video ausgeführt, dass es wirklich wichtig ist, sich klarzumachen, dass diese ganze widerliche Suppe von Antifa, Social Justice Warriors und politisch Korrekten, das sind die missratenen Kinder der Liberalen. So, also die gerade ein Mann wie Sargon stellt sich immer wieder hin und schimpft gegen die und versucht es so darzustellen, manchmal sogar in dieser komischen Hufeisentheorie, als ob Social Justice Warrior und Antifa so ein bisschen fast wie die Rechten seien. Also, wo ich sagen muss, nee, mein lieber Herr Sargon, und das ist ja eine Theorie, die auf der liberalen Seite sehr verbreitet ist, sich zu distanzieren. Ich kann verstehen, warum man sich davon distanzieren will. Aber unredlich ist es allemal und es ärgert mich dann jedes Mal aufs Neue, wenn ich wieder sehe, wie einer auf der liberalen Seite versucht, die Antifa und die Social Justice Warrior sozusagen als, ja, sind ja fast wie die Rechten. Also, gerade dann. Ich habe jetzt ein Video gesehen von Sargon auf seinem kleineren Kanal Thinkery, wo er sich wieder mal über Identitäre negativ geäußert hat, mit dem Hin, also mit der, um die Botschaft verkürzt wiederzugeben, ja, was die identitäre Politik betreibe, sei Totalitarismus, also quasi wie so eine Art, ja, Diktatur. Und ich ärgere mich über so etwas so maßlos. Natürlich gibt es sicherlich auch in dem Lager Leute, die vereinzelt, die, weiß ich nicht so ganz mehr mit Demokratie und dem jetzigen System zufrieden sind. Auch die mögen dann Gründe haben, über die man sich den Kopf ehrlich zerbrechen mag oder nicht. Aber wo soll man da anfangen? Die meisten von uns, die in irgendeinem Grad das Identitäre unterstützen, mich selber eingeschlossen, haben das ja nicht angefangen, weil wir mit der Vorstellung geboren sind oder umgetrieben sind, die weiße Rasse zum König der Welt zu machen, sondern weil wir merkten, uns werden unsere eigenen Nationen weggenommen. Uns wird etwas weggenommen.
das wir bewahren wollen. Was daran totalitär oder faschistoid oder wie Herr von Akkad es immer darstellen mag, sein mag, erschließt sich mir jedenfalls nicht. Ich finde es auch deswegen, wenn der Herr Sargon nun ein Komplettidiot wäre, der, weiß ich nicht, den IQ von 80 hätte und von sich aus per se immer nur Scheiße sagt, dann würde ich sagen, naja gut, der ist ein Idiot, so what. Aber er steht ja auch noch stellvertretend für viele andere, ist eigentlich ein kluger Mann, gebildet und trotzdem kommt dann so Scheiße raus und man denkt dann, ja gut, wenn schon Leute, die einigermaßen Grips im Kopf haben, so einen Schwachsinn, auf so einen Schwachsinn kommen, wie, welche Hoffnung soll man haben gegenüber, sagen wir mal, Normalos, die nur Scheiße im Hirn haben und nicht 40% Scheiße, wie Herr von Akkad. Das ist zum Verzweifeln und zum Haare ausreißen. Und vor allem, der Mann unterhält sich ja mit den Leuten auf der Identitären. Es ist ja nicht, dass er sich wie Leute von der Antifa nie sich damit befasst. Er befasst sich damit, er hört dem zu und kapiert es trotzdem nicht. Das finde ich erschreckend. Und auch so ein bisschen, wo man sagt, ach Gott, es ist ja alles verloren. Wenn man selbst Leute, die wie gesagt eine Grundbildung und Grundverstand haben und zuhören, also zumindest rein formal, und trotzdem kommt in der Birne nichts an. Das ist doch deprimierend, oder? Und dann kommt es mir auf der Gegenseite, ich achte jetzt auf meine Zeit, dann kommt es mir auf der Gegenseite, ich lese dann Umgekehrtes, also mehr in den Kommentaren, aber teilweise auch in den Diskussionen. Ich habe auf dem Kanal von Wie, warum diskutiert man überhaupt über so etwas? Ich weiß, auch bei mir wird es Kommentare in der Richtung geben, wo ich die Augen verdrehe, aber bitte. Wie hat einen Livestream gemacht über, wie heißt es, die wissenschaftliche Grundlage von Homosexualität? Erstens, warum müssen wir das diskutieren? Also hätten wir nicht einfach mal den Stand erreicht, dass man sagt, wir akzeptieren das? Nein, wir müssen es auch scheinbar wieder neu diskutieren. Aber die Kommentare. Aus der schwarzbraunen Nazi-Ecke herausgekackt. Ich krieg die Krise. Also man hat das Gefühl, entweder haben wir Liberale, wo alle Tugend, alle Ethik, alle moralische Grundlage uns zerrinnt und wir in Anarchie und Elend schreiten. Mit ihrer liberalen Kacke. Oder wir haben auf der anderen Seite wirklich tatsächlich nur scheiß kackbraune Menschenschinder. Es ist mir so verhasst, ich weiß, so sind die meisten Leute nicht. Man mag im Internet, dann hört man auch die lautesten Stimmen am ehesten. Ich weiß es auch gerade in Videokommentaren sind natürlich die mit der krassesten Meinung sind am ehesten. Leute mit so Durchschnittsmeinung posten in der Regel auch selten in Videokommentaren. Aber es erschreckt mich einfach, dass so etwas noch da ist in unserer westlichen Zivilisation, die so eine Meinung haben. Und tatsächlich, dieses Homosexualität ist krank, muss verteufelt werden. Und dann, ja, wir wollen sie ja nicht, aber doch, also, es tut mir leid. Wenn schon das Ja, aber kommt, dann weiß ich, wohin das führt. Und das ist mir ganz, also, man kann nicht erwarten, dass ich hier über mich selber hinausspringe und sage, das ficht mich nicht an oder so. Ja, also, und das ist ja nur ein Mosaikstein. Also, dass auf der rechten Seite tatsächlich, sagen wir mal, eine versteckte Menschenverachtung da ist. Jedenfalls bei den Anhängern. Das ist in etlichem Kommentar zu kritischen Debatten sehr schnell zu sehen, dass die Kontenance, ich habe auch umgekehrt, das ist der Grund, warum ich mich als Zentrist bezeichne. Ich kämpfe jetzt gegen die Liberalen, weil sie die Macht haben. Ich habe wenig Hoffnung, dass wenn die Konservativen an die Macht kommen, dass sie sich als langfristig klüger, menschenfreundlicher oder anderes. Ich sage mal nur eines, diese ganze Debatte um Freedom of Speech, also Redefreiheit, wenn die rechten Konservativen, wie man das nennen will, ist mir egal, mal 10 Jahre an der Macht sind, die werden genauso auf Redefreiheit scheißen wie zumal die Linksliberalen. Genauso. Das ist die Verblödung und die Arroganz der Macht, das ist mir ganz klar. Und ich bin einfach zerrissen zwischen diesen Polen. Ich möchte mich einfach keinen von beiden anschließen. Ich kann von rechts her bestimmte Agendas verstehen und ich kann von links oder liberal, wie immer man es nennt, bestimmte Agendas. Ich möchte zum Beispiel auch wie ein Liberaler, dass ein Mensch nach seiner individuellen, also individuell beurteilt wird, weil ich nur das als fair ansehe. Umgekehrt verstehe ich auch klar, dass es das im Interesse der Weißen ist, Staaten zu haben, in denen sie weiterhin die Mehrheit bilden und ihre eigenen Geschicke regieren. Tja, und wie soll ich diese Dinge unter einen Hut bringen? Gar nicht. So, das ist der Käse bei der ganzen Sache.
Ich weiß nicht, ob es noch mehr Leuten da draußen so geht wie mir. Ich bin mir dessen unsicher. Wenn ich, wie gesagt, die Stimmen in den Videos höre und die Kommentare darunter, habe ich das Gefühl, die Welt besteht nur noch aus Extremisten der einen oder der anderen Richtung. Und das ist mir dermaßen verhasst, diese ideologische Verblendung, sich nur in seinem kleinen Zirkel zu bewegen, ist mir als Idiotie so verhasst. Und wie gesagt, selbst Leute, die an sich was im Kopf haben, entweder fehlt es an Hirn oder es fehlt an Empathie. Eins von beiden ist immer, die Linksliberalen sind überschäumend vor Empathie und Mitgefühl. Verstand kann man vergeblich suchen. Auf der rechten Seite ist viel großer Verstand, aber es fehlt leider grundsätzlich an Empathie. Also nicht, vielleicht nicht total, aber stark. Jetzt will ich nicht jedem Einzelnen auf der identitären rechten Seite vorwerfen, wobei ich das jetzt ein bisschen so in eins sehe, was auch nicht ganz richtig ist, aber es ist ein Spektrum, wie die Genderisten so schön sagen. Aber es sieht so aussichtslos aus. Das einzig Schöne dabei ist, dass wir YouTuber eigentlich relativ wirkungslos sind. Das ist das Beruhigendste dabei, dass man vielleicht noch feststellen kann, dass hier so viel Scheiße gelabert wird und eigentlich da draußen in der Welt, in der realen Welt, interessiert das relativ wenig. Das ist das Einzige, was man sich als kleines Hoffnungsfünkchen bewahren mag. Aber ansonsten bin ich so, also ihr habt ja vielleicht gemerkt, ich drehe auch so ein bisschen ins Philosophische, dann ins Historische, in Romanhafte und so, weil ich im Moment so ein Gefühl der Aussichtslosigkeit habe, irgendeine Botschaft unters Volk zu bringen. Also ich habe zum Beispiel vor einiger Zeit, weiß ich nicht, verschiedene Punkte aufgeschrieben, wie man die für eine Zivilisation wichtig wären. Und dann habe ich einfach gesagt, nee, darüber mache ich kein Video, weil jedes positive, ich sag mal, Gebot, das man in die Welt setzt, wird von irgendjemand am Schluss verwendet werden, um anderen Menschen mit eins mit dem Knüppel überzuziehen. Das ist die Realität der Dinge. Also Lao Tse, der Begründer des Taoismus, hat aus dem Grunde ja Konfuzius sehr kritisiert und gesagt, jede Art von Tugend, die ihr in die Welt setzt, wird Räubern und ich sag mal primitiv gesagt, Arschgeigen in die Hand fallen und jede Art von Moral, die ihr aufstellt und sei sie noch so heilig und schön, wird von anderen benutzt werden, um Leute niederzumachen. Und wenn es, ich muss das leider sagen, eine Variante gibt, die das aufs Grauenvollste bezeichnet, dann ist es die lange Geschichte des Christentums. Begründet von einem der größten Pazifisten der Menschheitsgeschichte, der sich lieber hinschlachten ließ, als sich zu wehren. Und die Art Geschichte des Christentums ist eine Aneinanderreihung von Unterdrückung und Mord und Totschlag. Und in dem Namen. Also wenn man sieht, wie selbst aus der friedensreichsten Botschaft eine der, ich will nicht sagen größten, aber eine der in der Geschichte sehr großen Menschenversklavungen gemacht worden ist. Beim Islam passt wenigstens die Botschaft zum Resultat. So, was immer man Negatives über den Islam sagen mag, da tun die Anhänger wenigstens das, was das Vorbild gemacht hat. Das ist beim Christentum ja fast nie der Fall gewesen. Da haben wir den Anhänger, der das eine tat, den Begründer, der das eine tat, und die Anhänger, die fast durchweg immer das Gegenteil getan haben. Urteile nicht über andere, halt die nächste Wange hin. Ja, da haben die Leute um George Bush sehr gelacht über mit ihrer Christlichkeit. Andere Wange hinhalten. Genau. Ja. Da ist man einfach verbittert und möchte sich wie Lao Tse in seine Bergeinsamkeit zurückziehen und sagen, Leute, macht euren Scheiß alleine. Jede Botschaft, die ich sage, wird entweder auf taube Ohren fallen oder schlimmer noch, es kommt in 100 Jahren ein Kaiser Caligula-Kult, der meine Worte nimmt, um andere totzuschießen, die nicht der gleichen Meinung sind. Ich gehe jetzt in die Wanne. Mir reicht's und ich hoffe, ihr besauft euch. Das ist das einzig Würdige, was man in diesen Tagen vermutlich machen kann. Glück auf!